Feuer in Kölber Schnellimbiss. Aus bisher unbekannten Gründen ist in der Nacht von Neujahr auf Samstag in einem Kölber Schnellimbiss ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Kölbe, Bürgeln und Marburg rückten gegen 2 Uhr mit rund 30 Einsatzkräften an. Bei ihrem Eintreffen stand der Imbiss bereits voll in Flammen. Durch den sofortigen Einsatz eines C-Rohres konnten wir den Brand so weit unter Kontrolle kriegen. Aufgrund der Höhe der Flammen und der enormen Hitze wurde auch ein angrenzendes Gebäude beschädigt. Der Einsatz dauerte bis 6 Uhr. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.